Willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario. Kann ich dich jetzt mal ansprechen? Du bist eine Rubine, was? Kleiner Flo? Also gut, ein Durchschnittslohn für deine Heraussagen, durchschnittliche Leistung. Und du hast 177 Rubine erhalten. Okay. Ich bin jetzt also 177 Mal gegen diesen verfickten Block gesprungen. Okay. Hier muss es doch irgendwo eine Möglichkeit geben, mehr Rubine zu verdienen, oder? Ich wollte mir einen Trank besorgen, um mein Liebesleben wieder anzukurbeln. Aber ich habe Merlin niemals getroffen und jetzt sehe ich meine Freundin nie wieder. Heul, Susa. Ah, ein neuer. Hey, weißt du, dass es neben diesem Raum auch einen für VIPs gibt? So kannst du dir viel schneller Rubine verdienen, als in diesem Loch hier. Aber es gibt einen Haken. Du brauchst einen Code und den kennen nur Eingeweihte. Mann, wenn ich nur diesen Code wüsste. Ich arbeite mir hier den Buckel krumm. Das reicht nie für meine Schulden. Ich sag dir, ich weiß nicht, ob ich jemals aus diesem Loch rauskomme. Interesse an einer Info? Kostet nur einen Rubin. Wie sieht's aus? Boah, komm, hier. Okay, in dieser Villa. Hier gibt's voll viele Geheimgänge, jawohl. Überprüfe die Wände. Sieh nach oben, unten, links und rechts. Sieh überall nach. Wow. Spielt den Timing-Wetter, Freund. Ich habe gerade eine sehr interessante Info erhalten. Nur jetzt im Sonnenangebot. Eigentlich wollte ich 10.000 und ein Rubine. Jetzt nur 10.000. Wie klingt das? Bitte was? Was du bist, Alter? G-E-I-Z-I-G. Geizig, verzieh dich. Ja, halt's Maul. Als ob ich 10.000 Rubine habe. Könnte ich direkt 1 Million mal gegen das Drecksding da springen. Ja. Können wir jetzt die 1 Million mal gegen das Drecksding da machen? Peach. Kannst du mich mal hier rüberfliegen? Danke. Okay. Rein da. Also, muss ich dir doch eine einfache Möglichkeit geben. Oh, noch so einer. Hey, keine Kraft mehr. Dann schnapp dir einen Pilz und weiter geht's. In dem Block dort drüben gibt es deliziöse Pilze. Jeder Pilz kostet dich 10 Rubine. So verdiene ich mein Geld, also hallo, hallo. Pilze essen ist die einzige Freude an diesem schrecklichen erlaubt ist. Ich weiß nicht, ob ich ohne Pilz weitermachen könnte. Und du? Was labert dieser Typ? Hey, Neuzugang. Willst du ein Geheimnis wissen? Aber sicher willst du. Kostet dich nur 100 Rubine. Ich weiß was Tolles. Ehrlich, eine Spitzeninfo. Ja, 100 Rubine, okay. Du vertraust dem Fremden einfach so. Das ist aber ganz schön gutgläubig. All dein Glaube an das Gute zahlt sich aus. Hier der Code für den VIP-Raum. 5936. Ne, 5963. Wofür der gut ist? Das ist ein Geheimnis, Mann. Merk dir einfach 5963. Hey, meine Rubine sind weg. Okay, 5963, sagt er. Oh. Okay. Wenn das nicht stimmt, dann gibt's auf die Fresse. Okay. Gut, dann gehen. 59, 63. Zutritt gewährt. Bitte eintreten. Cool. Hey, wir können den VIP-Raum. Nice. Aber irgendwie lässt mich das Gefühl nicht aus, dass es hier noch weitergeht. What the fuck? What the fuck, eine große Truhe? Kennst du das Geheimnis? Los! Kennst du das Geheimnis, Partner? Hm? Kennst du es? Mach die Augen zu und stell dir vor, die Welt verschwindet. Hey, das ist hier der Oberhammer! Wie? Was? Ich kann fühlen, dass du der Held bist. Wow, willkommen, Partner! Oh, ist schlecht, du hast zu wenig Kick. Ich kann meine Kräfte niemanden leihen, der zu wenig Klicks hat. Okay, folgendes. In den nächsten Sekunden lade ich deine Klicks auf. Fertig? 1, 2, 3, 5, 4, 17, 3,14, 1 Muxillion, 10. Jetzt bist du bereit, Partner. Jetzt hast du den Klicks. Denk dran, wir Pixel haben jede Menge Kraft, also sei vorsichtig. Vor 2000 Jahren gab es F2 etwas Zoff mit den Ältesten. Ah, es ist wieder ein Butter. Ja, es ist richtig ein Butter. Es ist schön schmierig alles. Lass uns jetzt mehr Klicks suchen, ja? Komm schon.
Oh ja, Klicks, das ist immer gut. Klicks sind immer gut. Das Seitwärtspixel Plato ist jetzt dein Partner. Mit Plato kannst du dich seitwärts drehen und Gegnern und Fallen entgehen. Seitwärts nimmst du keinen Schaden, solange du stillstehst. Jetzt kennst du das Geheimnis, oder Partner? Steckenspielen gibt einem doch den größten Klick überhaupt, oder? Probier's aus, gib direkt 100 Klicks. Okay, da möchte ich jetzt... Nein. Da möchte ich jetzt aber bitte, genau jetzt, 100 Klicks auf das Video haben. Spaß. Boah, Skill. Genau drauf gelandet. Und jetzt schauen wir uns aber mal eben diesen VIP-Raum an. Ich hoffe, hier verdient man schneller Rubine. Wir brauchen 10.000 für ein anderes Geheimnis. Lauft! Ernsthaft? Hamsterräder? Schneller, schneller, stets im Kreis. Ohne Fleiß kein Preis. Chefin Mimi hasst die Dunkelheit mehr als Kutteln, also schwingt die Hufe. Mehr Energie! Ich rotze immer meinen Bildschirm an. Meine Fresse ist schon wieder mit dem Lampen drüber. Das ist der Generatorraum für VIPs. Lauf im Rad, mach Strom, verdiene Rubine. Ja, viel besser als der andere Raum. Hier gibt's richtig Asche, ja? Allein neuer Hamster, was? Lust auf Rubine, Hamster? Willst du mal lochen? Ja. Prima, prima, Männchen. Los, ihr Hamster, los. Manchmal frage ich mich, warum ich das mache. Aber die Antwort ist einfach, es macht so Spaß, bereit? Ja. Gute Antwort. Jetzt rein da, Hamster, los. Okay. Jetzt verdienen wir hier durch Laufen Rubine, alles klar. Das ist cool. Ich werde für euch jetzt aber die Zeit, denke ich mal, so lange vorspulen. Im Schnelldurchlauf, bis ich die 10.000 Rubine habe. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Heute ist ein schöner Tag, ne? Wobei, hier ist die ganze Zeit am Regnen. Also eigentlich eher nicht so cool. Cool, aber... Ja, who cares? Ja, ja, cool, mein Bruder hat gerade ein Tor geschossen beim Fußballspiel, was er hat. Nice. Das läuft echt flüssig, muss ich sagen. Mario ist auf jeden Fall schon am Schwitzen. Ich will mal wissen, wie viele ich jetzt hab. Ach, was ist denn los? Ist Hamsterchen müde? Na, Superhamster bist du nicht gerade, aber das war nicht ganz schlecht. Hier, will zwar kaum deine riesigen Hamster backen, aber Kleinvieh macht auch Mist. Komm. Wie viel sind es denn? 5.800. Na gut, dann müssen wir wohl noch mehr machen. Sheesh. Das ist doch echt lästig. Aber vielleicht fällt mir jetzt ja so ein kleines Gesprächsthema ein für die Zeit. Ich meine, was erwartet ihr so für kommende Let's Plays? Also neben Pokémon, was momentan läuft, und Zelda Twilight Princess und Super Paper Mario, habe ich vielleicht überlegt, noch ein anderes Projekt zu machen, aber irgendwann wird dann, glaube ich, auch zu viel. Ich glaube, 3 Projekte reichen erstmal. Ich warte mal ab, was so die Zeit bringt. Also ich hätte durchaus Bock, ein paar Mario Kart Teile zu Let's Playen. Vor allem so Mario Kart 8 eigentlich, aber ich habe keine Elgato, sonst könnte ich meine Wii U Version Let's Playen. Voll krass und online und so. Dann können ja auch meine anderen Let's Play Spiele, die ich an Wii U hab, Let's Play. Ja, voll cool. Naja, macht für nichts. Ich google schon immer nach einer Elgato und so. Aber so teuer, das ist das Problem. Und ich wollte jetzt auch eigentlich nicht so viel. Oh, what the fuck. Was war das? Okay. Alles klar. Ich wollte jetzt auch eigentlich nicht so viel Geld dazu ausgeben, aber ich meine, dann hätte ich viel mehr Möglichkeiten, ne?
Aber das ist halt alles so teuer, das ist das Problem. Ach, was hätte ich gerne einen Elgato. Das wird vieles leichter machen. Vieles. Glaubt mir. Vor allem könnte ich dann auch PlayStation zocken. Ein paar Spiele, wo ich darauf echt geil finde, die auch zum Let's Play geeignet wären und ja, ich meine ja nur. Aber ich habe keine. Ich versuche mir eine zu organisieren für den 24-Stunden-Stream im Sommer. Das wäre nämlich geil, dann würde ich in diesem 24-Stunden-Stream, was weiß ich, Smash Bros. Mit euch online zocken, Mario Kart 8, also die Wii U-Version, oder ich habe einen Switch bis dahin, ich weiß es nicht. Ja, komm, wechseln wir mal auf Peach, die darf auch ein bisschen arbeiten. Los, tu was für dein Geld, Peach. Für Dollar. Boah. Was soll man sagen? Wie viel haben wir denn jetzt schon? Dürfte jetzt auch mal mittlerweile genug sein. Ja, ich bin müde, komm. Per. Hast du mir jetzt schon ein paar Mal vorgelesen, also. Los. Ist jetzt mehr wert? Alles klar. Okay. Ihr verdient auf jeden Fall recht gut Asche, würde ich sagen. Also, der Typ mit den 10.000. Wer? Wer? Wer, der Typ hat nichts Gescheites. Spitze Timing! Ja, hier 10.000. Ja, komm. Danke, Kumpel. Hör zu. Gut zu. Mimi hat geschlafen, ne? Ich habe sie im Schlaf belauscht. Und sie flüsterte. 4126-2816. Mein Schatz. 4126-2816. Also ich denke ja, das ist die Nummer von ihrem Freund. Boah, das muss ich mal aufschreiben. Das muss ich mir mal eben aufschreiben, sonst vergesse ich das. 4126-2816. Okay. Damit kann ich Mimi sicher irgendwie erpressen oder so. Das bedeutet die Nummer. Was bedeutet die Nummer? Ist es irgendwie Freundescode? Ein besonderes Datum? Ich hoffe, irgendwie was Wichtigeres oder so. Kann man sich hier eigentlich drehen? Also nicht so drehen, sondern so. Oh. Fuck. Nice. Ja, da steht ein Typ. Was hat das zu bedeuten? Ich wieder der Rubine voraus. Viele Rubine. Aber siehst du diese Elektrobarrieren? Die machen glatt Kirill-Hamster aus dir. Wenn ich nur einen Schlankmacher-Pixel hätte, schon von ihnen gehört. Mit so einem Pixel kannst du dich seitwärts drehen und wirst so quasi unsichtbar. Man munkelt, dass irgendwo in dieser Villa so ein Pixel verstellt sein soll. Fuck. Autsch. Das tat weh. Fuck. Weh mich. Vier, eins, zwei, sechs, zwei, acht, eins, sechs. Dreh dich. Boah, Glück gehabt. Zutritt verweigert. Code eingeben. Vier. Ah. Ja, toll. Vier. Vier, eins, zwei. 6 2 8 1 6. Zutritt gewährt. Oh, nice. Oh, das gibt hoffentlich viele. Richtig geil. Du hast 1 Million Rubine erhalten. Krass. Krasse Sache, Alter. Können wir unsere Schulden... Fuck. Können wir unsere Schulden begleichen? Nice. Geil. Ich
hatte dieses Kapitel gar nicht so schnell in Erinnerung. Nice. Okay. Mimi. Ich habe 1 Million Rubine zusammengekriegt. In knapp 16 Minuten. Also. Komm schon. Put, 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 put. Hallo, willkommen. Herzlich willkommen bei der Rubinbank. Abteilung Kredite. Vielen Dank für dein Interesse an unserem Rubinkredit. Was kann ich für dich tun? Ich liebe dich. Oh, das ist wirklich toll. Ich liebe Rubine. Also schaff welche ran. Oh, hier komm. Kredit abbezahlen. Super, nimm dann mal all deine Rubine, ja? Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie Ihren Kredit abbezahlt haben. Vollständig? What? Wie hast du genug Rubin verdient? Das war sogar nicht geplant. Nein, das ist mein Plan ruiniert. Drecksbengel. Du Fiesling. The fuck? So, dieses kleine Biest hat uns also eine Falle gestellt. Wer war das eigentlich? Ah, ich mache mir Sorgen um L.E. Wir müssen ihr helfen. Komm. Du. Ja, rein da. Los. Und Kapitelende. Geil. Und weil ich gut bin, möchte ich noch das nächste Kapitel starten. Komm. Das machen wir noch. Gut. Möchtest du das Spiel speichern? Natürlich. Gut. Das seltsame Hausmädchen Mimi verschwand in einer Rauchwolke. Was hatte sie vor und warum wollte sie Mario und seine Freunde versklaven? Nach diesem Zwischenfall bemerkte Peach eine Treppe nach unten. Ob Melee dort unten ist, fragten sich unsere Freunde mit sorgenvollen Mienen. Da es nur einen Weg gab, dies herauszufinden, stiegen sie die Treppe herab. Damit beginnt das finale Kapitel. Der finale ab Kapitel 2, 4. Konfrontation im Keller. Das reine Herz ist nah, hier unten spüre ich es viel stärker. Ah, yippie, hurra, zum Glück seid ihr jetzt endlich da. Fuck. Wer war das? Ich bin Melee, kommt herein. Diese Villa, sie ist mein. Ich warte hier schon ziemlich lang, mir war schon etwas Angst und Bang. Entschuldigt mich. Ich bin in Eile, weswegen ich nur kurz verweile. Was Böses jagt mich durch das Haus. Ich bitte euch, holt mich hier raus. Im Keller sitze ich wie eine Maus und das in meinem eigenen Haus. Hoffentlich findet man mich bald. Nach 1500 Jahren ist es ziemlich kalt. Von jetzt an seid stets auf der Hut. Vertraut auf nichts, ob bös, ob gut. Nein, ich kann nicht bleiben hier. Meine Macht entgleitet mir. Ich bitte euch, rettet mich fix. Doch Vorsicht, sie kennt fiese Tricks. Okay. Sie ist weg. War diese Erscheinung wirklich Melee? Warum hat sie uns gebeten, vorsichtig zu sein? Okay, hier unten ist echte Lag Party. Das ist nicht so geil. Aber damit möchte ich jetzt auch mal vielen Dank beim Zuschauen bei diesem Part Super Paper Mario sagen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und im nächsten Part werden wir uns wiedersehen und werden diesen Keller durchmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.